Herzlich willkommen zu einem weiteren Mission Inspirational. Ich bin Loretta Hickman, Mission Doula, Dharma Queen, Berufungscoach und heute möchte ich ein bisschen auf die berechtigte Frage eingehen, wofür brauche ich überhaupt so ein Mission Statement? Wieso brauche ich so ein Mission Statement? Wofür brauchst du ein Mission Statement? Du brauchst natürlich kein Mission Statement und dein Leben hängt auch selbstverständlich nicht davon ab, dass du den Mission Prozess bei mir machst. Alles, was du brauchst, bist du selbst. Und das, was benötigt wird, um das Leben, das unmittelbar vor deinen Augen und vor deinen Füßen liegt, zu gestalten, zu bewältigen, für deinen Bedürfnissen entsprechend und deinen Anliegen entsprechend zu gestalten. Das ist das, was du brauchst. Okay? Und dass ich meine Arbeit speziell der zweiten Lebenshälfte widmet, wo es darum geht, dass die Seele viel mehr in den Vordergrund tritt und die Persönlichkeit ein bisschen zurücktritt und die Seele all diese Dinge ausdrücken und manifestieren kann, die sie vorher, ich sage mal tollkühn, auf Wolke 9, so sage ich das mal salopp, eingebucht hat, angesichts dieses neuen unglaublichen Abenteuers, wieder einen Menschenkörper zu haben und wieder in diese Ebene der Manifestation und der Materie einzusteigen und etwas zu gestalten. Und was immer sie da eingebucht hat, egal ob das eine neue Ebene von Führung oder von Schönheit oder von dem Zusammenhang von Körper, Geist, Seele, Gesundheit oder eine heilsame Art, neue Art der Sexualität, neue Art, alte Art der Sexualität, heilsame Form der Sexualität, was auch immer das gewesen ist, was sie da oben eingebucht hat, das ist das, was in der zweiten Lebenshälfte wichtig wird. Und das kann sie sehr deutlich von all den Dingen unterscheiden, die in deiner ersten Lebenshälfte gemacht hast. Und mit Lebenshälfte meine ich einfach den Teil, also die erste Lebenshälfte, da dreht sich es um es schaffen, erfolgreich überleben. Ja. Übrigens ist eine deutliche Inspiration, die mir nochmal sehr vertieft ein Verständnis meiner eigenen Arbeit gegeben hat dafür, ist das Buch von Richard Rohr, Reifes Leben, habe ich unter diesem Video verlinkt. Ja, also ist eine deutliche Leseempfehlung von mir. Okay? Und für manche beginnt die zweite Lebenshälfte mit 28, für andere mit Mitte 40, das ist egal. Das ist jedenfalls der Moment, wo all das, was dir bisher, wo all das, was du bisher gemacht hast, irgendwie bedeutungslos erscheint und eine Unruhe entsteht und irgendwie du aus deiner Haut schlüpfen willst und nichts mehr so richtig passt und so. Und das bedeutet einfach, dass die Seele ihren Tribut fordert. Ja? Unglücklicherweise haben wir dafür weder eine Kultur noch einen Übergangsritus und schon gar keine Normalität. Dass es eben normal ist, dass Leute nach so und so vielen Berufsjahren ihr Ding hinschmeißen und ein Jahr Sabbatical machen, um zu finden, was wirklich der Ruf ihrer Seele ist. Das machen manche, aber das ist eine Luxusthematik. Es ist nicht der Mainstream. Es ist nicht normal. Es ist nicht normal, dass wir in der zweiten Lebenshälfte uns um ganz andere Sachen kümmern wollen. Ja? Aber wir leben in einer Welt, die ununterbrochen, also es ist der Homo Consumens, wir hier in dieser westlichen Zivilisation werden ja belohnt, wenn wir viel konsumieren und nicht so genau hingucken, wo eigentlich die T-Shirts herkommen und das Fleisch auf dem Teller und so weiter. Und dazu gehört auch natürlich, dass künstliche Bedürfnisse stimuliert werden, dass Suchtstrukturen im Hirn angestoßen werden, damit du diese Marke brauchst, die dieses X und Y Eis und diese regelmäßige Zeitschrift und dieses Golf Resort und all diese Dinge. Und genau deswegen bin ich die Letzte und es wäre auch ganz unpassend, wenn ich jetzt genau darauf aufdrücken würde und sagen, warum du den Mission-Prozess machen musst, damit du wettbewerbsfähiger, erfolgreicher bist, dass du mehr Persönlichkeitsverbesserung betreibst. Nichts könnte falscher sein, weil eigentlich geht es darum, die Persönlichkeit ein bisschen poröser zu machen und dir und ihr zu verhelfen, ein bisschen Platz zu machen für das, was wirklich die Seele will, was dein heiliges Anliegen ist und was dir in der zweiten Lebenshälfte eben mehr Erfüllung und Bedeutung schenkt. Ein Gefühl von Bedeutung. Da geht es auch nicht um deine Bedeutung als Person, sondern dein Gefühl für die wirkliche Bedeutung deines Lebens, die Bedeutung eines Menschenlebens, des Lebens überhaupt und deines Lebens. Ja, und das hat mehr zu tun mit deiner Widmung und deinem Beitrag. Okay, und insofern werde ich das natürlich nicht tun und insofern brauchst du selbstverständlich kein Statement. Aber was ich hiermit tun werde, ist dir den Vorteil aufzuzeigen, warum es gut ist, in der Welt, in der wir leben, ein Mission Statement zu haben und woraus genau es gemacht ist. Das Mission Statement ist wie ein heiliger Code, oder ein geheimer Code, der aus verschiedenen Zutaten steht, auf die gehe ich gleich ein, und der insgesamt
die Frequenz, diese ganz, die Eigenart deiner Seele und ihre Anliegen eins zu eins beschreibt. Ja, das ist wie ein neues Kostüm, eine Haut, ein Container, in die du dein Sein gießen kannst und die zu dieser zweiten Lebenshälfte passt. Und von diesem Container oder dieser Haut aus du deine zweite Lebenshälfte gestalten kannst, so dass du wirklich subjektiv Erfüllung und Sinn und wirkliche Bedeutung erfährst. Was ich glaube, was eigentlich unser größter Hunger ist. Neben dem rein physischen Hunger. Okay, so. Die Zutaten sind, habe ich gerade eben schon gesagt, deine Individualität, deine Essenz. Und das ist das, was du mitgebracht hast, was dich in deiner Ureigenart ausmacht. Und das haben manche von uns sehr früh verloren, manche in der Kindheit, manche in der Schule, wo wir einfach gelernt haben, für Überlebensfähigkeit bestimmte Dinge zu uns anzueignen und bestimmte Dinge von uns wegzupacken, in den Keller zu sperren und das war's. Daran ist erstmal nichts verkehrt, denn das gehört zu unserer menschlichen Erfahrung. Wir lernen dadurch einfach die Zeitläufe kennen und was das Anliegen und die Eingebundensein und die Schwierigkeiten, die Herausforderungen unserer Generation anbelangt. Das lassen wir einmal durch die Zellen und erfahren volle Kanne, was es bedeutet, auf eine bestimmte Art des Menschseins konditioniert zu werden. Okay, daran ist nichts verkehrt, das gehört zur Reise. Dann ist es aber wichtig, zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn du merkst, gut, das habe ich jetzt erledigt, den Programmpunkt, den Keller wieder aufzusperren und dir anzugucken, was du dort hoffentlich temporär weggeschlossen hast, den künstlerischen Anteil, den hochspirituellen Anteil, den freien Anteil, den hochsensiblen Anteil, was immer das da ist. Und dem nun zu einer Existenz zu verhelfen oder den nun mehr und mehr in dein Leben hinein auszudrücken. Das sind einfach Gaben, Talente, Eigenarten, Fähigkeiten, psychologische Fähigkeiten, Intuition. Es können hunderte von Gaben und Eigenarten sein, die zu deinem individuellen Geschmack gehören. Das ist, wie du dein Licht, dein Gewürz, den Geschmack, deine Frequenz, ja, dass du das ans Bankett des Lebens bringst. Individualität ist Essenz. Zweites ist die Vision. Die Vision ist gefühlt ein Punkt in der Zukunft, das ist dein heiliger Traum. Das ist das, was dich zutiefst anrührt. Und das ist die Welt, die du erträumst, in der du am liebsten leben würdest. Wenn du den Himmel auf Erden gestaltet hättest, wie sähe der aus? Das kannst du dich fragen. Wenn ich in der Lage wäre, in der Lage wäre, den Himmel auf Erden für mich und für alle zu gestalten. Wie sähe der aus? Da kommst du deinem heiligen Traum, wenn du der Frage entlang gehst, ziemlich auf die Spur. Und es ist zutiefst oder ein Punkt der tiefen Erfüllung, wenn du dich selbst verstehst als integral dich bewegenden Teil, als der Teil, der sich, während du dich durch dein jetziges Leben bewegst, was nicht ideal sein mag, trotzdem bereits die Farbe und den Geschmack dieses heiligen Traumes mit reinbringst. Du bist handelnder, bewusst handelnder Teil dieses heiligen Traums. Das ist die Vision. Okay? Und es ist wichtig, dass es eine sogenannte positive Vision ist. Also positiv ist aber so ein bisschen schwierig, weil positiv und negativ hört irgendwann auf zu existieren als Gegensatz. Aber das ist auf jeden Fall eine biophile, eine bekömmliche, das ist eben Himmel auf Erden. Ja? Wie sähe eine Welt aus, in der alles blüht und gedeiht? Okay. Und da gibt es eben auch sehr individuelle Anliegen und Sichtweisen darauf. Ja. Dann, wie du Antwort bist, auf welche Weise du in Führung gehst, wie du auf die Dinge, die Ereignisse, die Phänomene in deinem Leben eingehst, eben nicht reagierst, eingehst, wie dein Beitrag ist, wie du umgehst mit dem, was vor deinen Füßen liegt. Okay. Dann ist eine weitere wichtige Zutat deine Kernwerte. Die Kernwerte haben wir üblicherweise spätestens in der Pubertät verloren, wo es darum geht, cool zu sein. Und cool bedeutet unter anderem, dir ist nichts heilig. Du scheißt einfach auf alles und du stehst da drüber und es ist cool, auch in einer bedeutungslosen Welt zu sein. Who cares? Und so weiter. Ja. Schade ist, dass, auch wenn das wahrscheinlich zur menschlichen Reise dazugehört, dass damit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und der Kontakt zu den Kernwerten verloren geht. Kernwerte sind die Werte, das sind nicht die angeeigneten, weil du Krishnamurti gelesen hast oder Kant oder
oder Gandhi oder Weizsäcker oder ja, was auch immer das für dich ist. Oder Simone de Beauvoir, um mal eine Frau zu nennen. ja, und das sind nicht die Angeeigneten, sondern das sind die, die so tief in deiner Seele verwurzelt sind, dass du gar nicht anders kannst, als aufzustehen, wenn die berührt werden. Das ist etwas, womit die Welt mit dir rechnen muss, das Leben mit dir rechnen muss und das Leben auch mit dir rechnen darf, weil du so tief davon angerührt bist, wenn die in irgendeiner Form sowohl unterstützt und in die Welt gebracht, aber auch verletzt werden. Okay? Und wenn du, je mehr du in Verbindung mit dir selbst kommst, umso deutlicher spürst du dieses, wenn ein Kernwert von dir verletzt wird. Und das ist was Gutes, das kann Leidenschaft hervorrufen und heiligen Zorn und alles das. Und auf diese Art und Weise machst du einen Unterschied. Und interessant ist, wenn du von dort aus aufstehst, auf einem Ort deiner Kernwerte, bist du nicht aggressiv. Das spüren die Leute. Sondern du trittst einfach für das ein, wo du fast machtlos dagegen bist, weil es für dich so von so großer Bedeutung ist. Okay? Und das Ganze wird zusammengehalten von Liebe natürlich, der universelle Kleber nennen wir das im Vision-Prozess. Und zwar nicht die Liebe, weil die Liebe gibt es nicht. Also Liebe ist in meiner Welt auch eine Haltung, eine Wahl und eine Fähigkeit, wahrlich nicht immer ein Gefühl, weil Liebe fühlst du mal und fühlst du nicht. Du kannst trotzdem Liebe handeln, auch wenn du sie gerade mal nicht fühlst. Ja? Das ist eine Haltung, eine Wahl und eine Fähigkeit, die man auch vertiefen kann und lernen kann. Und auch da geht es um deine Individualität, nämlich wie du Liebe ausdrückst. Es gibt aber tausende von Formen, wie ein Mensch Liebe ausdrückt. Und ganz unterschiedlich. Ja? Mir geht es darum, wie du Liebe bist, wie du Liebe ausdrückst. Und das zusammengemingelt, was natürlich ein bisschen Detektivarbeit ist, ergibt das Mission Statement. Und das Mission Statement ist immer eine Ich-Bin-Aussage. Also ein Teil meines Mission Statements zum Beispiel ist, ich bin unaufhaltsames Licht. Ja? Und ich kann daraus meinen Tag gestalten. Und je länger ich das tue, umso normaler wird es. Und eben daraus keine Leistung zu machen, weil ich bin unaufhaltsames Licht, das kann man nicht schaffen und auch nicht machen und nicht erreichen und ich muss das hinkriegen. Das sind alles Dinge, die in die erste Lebenshälfte gehören. Sondern ich stelle fest, dass mein Leben für mich einen Hunger stillt, befriedend ist, erfüllend ist, wenn ich einfach meinen Tag daraus gestalte. Und das fällt natürlich wohin. Also ich kriege das immer mehr gesagt, dass das was ist, was bei mir spürbar ist. Aber das ist nicht keine Wirkung, die ich bewusst hingestellt habe. Hier geht es auch gar nicht mehr um Wirkung, wie man wirkt. Das ist keine Marke. Dein Mission Statement ist keine Marke, sondern es ist einfach eine Ich-Bin-Deklaration, aus der heraus du dein Leben gestaltest, was zu deiner zweiten Lebenshälfte eben passt. Und es dir möglich macht, deckungsgleich mit dir zu werden. Okay? Und es ist deswegen so wichtig, weil wir eben keine Kultur haben, die das befördert, die sagt, na klar, du hast jetzt dein Schärflein beigetragen, du hast jetzt dein Ding geleistet und jetzt darfst du und sollst dich auch um das kümmern, wofür du dir in der ersten Lebenshälfte gesagt wurde, brotlose Kunst. Oder davon kann man sich keinen Blumentopf kaufen. Oder hast du was, bist du was. Und ohne Fleiß kein Preis. Und im Schweiße des Angesichts. Und diese ganzen Sachen, die halt normal sind. Und die wir auch normal halten. Und das, da ist auch nichts dagegen zu sagen. Das ist halt die erste Lebenshälfte, wo du halt ein Studium machst oder die Lehre oder. Und da kann es auch total richtig sein, dass du BWLer bist und Banker und Finanzdienstleister und allen möglichen Leuten Produkte an den Hals schwätzt und dafür enorm viel Geld einstreichst. Fein, es gehört zur ersten Lebenshälfte. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo du die Aggression nicht mehr aushältst, wo du die Gier nicht mehr erträgst, wo du nicht mehr erträgst, dass du Teil dieses Spieles bist. Oder wo es dich so unendlich viel Energie kostet, gegen diesen inneren Trieb anzugehen, der eigentlich sagt, Mensch, werde doch ein bisschen wesentlich. Menschlicher, wesentlicher. Was kannst du noch mit dieser Macht des Wissens anfangen, die dich bis hierher gebracht hat? Wie kannst du eine Widmung für die Welt, für andere Menschen, für andere Wesen daraus machen? Ja, das ist eigentlich der innere Ruf. Okay? Und wir sind eben nicht von so einer Kultur umgeben oder von so einer Welt und deswegen, wir haben sozusagen unsere eigene Geschichte
die uns immer wieder zurückzieht, ja, weil wir 15, 20 Jahre darauf geeicht wurden. Nicht nur das haben wir in Anführungsstrichen gegen uns, sondern wir sind eben auch noch in einem Feld, einem Weltwirtschaftssystem, das sich am Konsum orientiert, weswegen eben Produkte nur eine bestimmte Laufzeit haben, weswegen Obst und Gemüse weggeschmissen wird, weswegen all diese Dinge passieren. Und ich bin jetzt mal frei von Urteil, es ist einfach die Welt, in der wir leben. Okay, und jetzt ist die Frage, wie gehst du damit um? Wo findest du und wie findest du deinen Platz darin? Was machst du hier? Wie ist deine Widmung hier? Ja? Und du wirst zwangsläufig anfangen, in der zweiten Lebenshälfte dich eben zu fragen, wo kommt mein T-Shirt her? Wo kommt das Essen her? Was ist mit dem Tier, aus dem das Stück Fleisch rausgeschnitten wurde? Das war mal ein Lebewesen. Ja? Wie ist es denen gegangen, bis es auf meinem Teller gelandet ist? Und hat es Auswirkungen auf meinen Körper? Zum Beispiel. Ja? Und wir sind umgeben von einer Kultur, die eben sagt, bleibe unerfüllt, kaufe viel, tackere dich an Materie, du musst es weiterschaffen, wir haben viel zu wenig Ressourcen, um die wir uns alle kloppen müssen. Also es wären immer diese Überlebensdinger, es schaffen, nach oben kommen, eine gesellschaftliche Klasse erreichen, eine Machtebene erreichen, wo niemand dir mehr kann und so weiter. Also alles, was auch mit Image und Marke zu tun hat und wie andere dich sehen, darüber hast du ja eh keine Kontrolle. Und wir leben in einer Welt, die das ununterbrochen stimuliert. Ununterbrochen. Und deswegen ist es wichtig, einen tiefsitzenden Anker zu haben, der dir immer wieder klar macht und der eben zu deiner zweiten Lebenshälfte passt, der dir immer wieder klar macht, was ist das, was du wirklich bist und was ist das, was dein Anliegen ist, was du in der Welt sein willst und auch in der Welt ausdrücken willst und damit dann auch machen und herstellen, was ist deine Hinterlassenschaft. Okay. Deswegen ist es ganz gut, ein Mission Statement zu haben. Das ist dein heiliger Code, dein mächtiges, machtvolles Statement, deine Deklaration, womit die Welt hier mit dir rechnen darf und die dich eben deckungsgleich macht mit dem Teil, mit der Lebenshälfte, wo es um andere Dinge geht als um Überleben. Also, ich hoffe, das war inspirierend für dich und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao.